Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge Valheim. Der Mike ist natürlich auch mit am Start. Hallo. Ich mache jetzt erstmal diesen Troll hier noch weg. Troll, könntest du bitte wiederkommen? Danke. Aus dem ganz einfachen Grund, ich fühle mich nicht so ganz so gut, wenn in der Nähe von unserem Portal, was hier steht, ein Troll rumläuft. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass der Troll sonst der Meinung ist, er muss da auch mal vorbeischauen und vielleicht unser Portal kaputt machen, während wir nicht mal da sind. Und auch wenn wir diesen Sumpf hier nicht mehr unbedingt brauchen, ja, ich will trotzdem die Möglichkeit haben, hier hinzureisen, ohne dass wer anderes beschließt, nein, sollten wir nicht mehr tun. Hey, Troll! Hallo, jetzt nicht abhauen. Ich habe keinen Bock auf dich. Ja, der geht halt einfach. Jetzt hat er keinen Also Bock auf dich, verständlich, weil ich du ihn beschieße ihn mit eingesperrt Pfeil hast. und Bogen, aber ne? Ich muss doch in der Lage sein, ihn zu töten. Au, jetzt ist hier noch so ein kleiner Nein. Steineschmeißer. Und der Doktor, der Doc Scoville hat uns geschrieben, wir können wohl Explosion. Wir können das Wolfsfleisch wohl tatsächlich auf dem normalen Feuer grillen. Ich oder wir dachten ja bis jetzt immer, wir brauchen da den größeren Grill für, sage ich jetzt mal. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. So, komme ich mal zurück. Den Troll im Gepäck. Haben wir schon eine Kiste für dieses Wolfzähne? Ich glaube nicht, ich bin mir aber nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, dass ich sie bei dem Wolfspelz mit reingetan habe. Knochen, Stein, Trophäen, Felle. Nee, ich glaube, da habe ich nur die Troll. Ja, nee, bis jetzt nicht Federn. Sieht nicht so aus, als hätten wir da eine Kiste. Wo sind die restlichen? Was denn? Wolfsknochen? Ja, nee, Zähne. Ich habe 11 einstecken. Ich mache jetzt eine Truhe dafür. Zähne. Ein bisschen dunkel hier in der Ecke, aber man sieht es noch. Wir haben natürlich auch neues Wolfsfell einstecken. Und wir haben wieder Trollfell neues. Ein bisschen was in Cash einstecken, das ist auch ganz praktisch. Irgendwas schreit da unten hinten wieder rum. Was, ich höre das gar nicht. Schnauze! Und ich höre ein Grauzwerg. Oder Gräuling. Was Das auch ist ein immer. Krautzwergen-Berserker. So. Ach ja, und ein Schamane auch noch gleich mit. Ist klar, so nicht. Weg mit euch. Schämt euch. Alter! Alter, hat der Pfeil gedroppt. Ich sehe Gratisfedern. Vielleicht schaffen wir ihn. Ich muss erst kurz die Gratisfedern einsammeln. Ja, okay. Ich habe kurz die Gratisfedern eingesammelt. Jetzt bin ich durchaus bereit zu schlafen. Gute Nacht. Schlaf gut. Gute Träum Nacht. süß. Mach du auch. Sehr gut. Du fällst in einen tiefen Schlaf und träumst nur von der Dunkelheit. Ich auch. Guten Morgen. Ich habe von der Dunkelheit geträumt. Oh. Ich würde tatsächlich zu den Zähnen noch die Brechbeeren dazu packen. Und auch mal das letzte Fenrir. Ha, und noch ein Kristall. Aktuell haben wir da ja nicht so viel, dass das nicht Sinn machen würde. So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier. Ja, wir können das Wolfsfleisch mal ganz entspannt hier an den Grill hängen. Wow. Schauen wir mal, was das Gutes gibt. So eine schöne Holzkeule. Die Zwiebeln sehen auch schon wieder reif aus. So viel Essen auf einmal. Dabei wollten wir doch einfach nur aufbrechen. Gekochtes Wolfsfleisch. 45 Gesundheit, 15 Ausdauer. Das ist so geil an. Ja, ist besser als das Hirschfleisch. Gut, ist auch schwieriger zu bekommen. Ja, so. Der Wolf wehrt sich leicht mehr als der Hirsch. Muss man einfach mal so sagen. Aber nur leicht.
Okay, ihr seid noch nicht fertig. Das heißt, ich kann mal kurz meine Ausrüstung reparieren gehen. Safety first. So, und das hört sich jetzt an, als wäre es fertig. Aha. Hallo? Ja. Aha. Aha. So, hier haben wir so Schleimi-Weinis drin. Das können wir auch mal alles mit runterbringen. Wenn das Inventar es denn zulässt, natürlich nicht. Ihr seid noch nicht fertig. Das heißt, wir können... Hier sind Steine drin. Ja. Oh, Essen ist fertig. Hab's genau gehört. Neues Essen aufhängen. So, und wieder runter in den Keller. Ist dein Fleisch auch gesammelt? Ja. Perfekt. So, und den Schmodder tue ich mal in die Sumpftruhe. Die Ketten... Eigentlich könnten wir hier noch den Weihnachtsbaum doch auch schon wieder wegmachen, oder? Ja, könnten wir. Wenn wir es wollen. Also wegen mir kannst du ihn wegmachen, wenn er dich stört. Mich stört er aktuell nicht. Jo, Fleisch. Fliegendes Fleisch. Fleisch fliegen. Da oben kommt Harz rein. Knochen. Krautzwergenaugen. Mitte. So. Ah, den Blutsaat tun wir auch mal in die Sumpfkiste. Kommen die Federn rein? So viel Ordnung. Hab's genau gehört. Essen ist fertig. Fliegefleisch. So. Ah, in die Sumpfkiste könnten wir natürlich auch die Innereien tun. Wobei Innereien würde ich tatsächlich eher oben hin tun, aka eine Essenstruhe. Das haben wir ja hier auch schon irgendwo. Da. So, wir haben noch ein Stecken. Eine Silberkette. Die können wir hier zu den Wertsachen packen. Gratis Stuff. Also nicht gratis, weil wir haben es auch aufgehängt und erjagt. So. Moment. Klibber kommt in die Sumpftruhe. Wie viel Klibber brauchst du eigentlich für deinen Bogen? Ich glaube 10. Du glaubst 10, okay. Weil, also wir haben ein bisschen was an Klibber und bevor ich meinen Bogen upgrade, wäre es natürlich vermutlich sinnvoll, wenn du erstmal... Okay, ich brauche 10 Silber zum Upgraden, also, ne? Könnten wir nochmal so eine kleine Sumpflut-Tour machen? Dumm? Ja. Silber? Nee, aber uralte Rinde und Klibber vielleicht nochmal. Ja, dann schon. Knochen und Ketten kommen auch erstmal in die Sumpftruhe. Und die ist damit fast schon voll. Das ist natürlich etwas blöd. Leck. Ist natürlich etwas blöd. Das ist Frost. Gefällerchen Frost. Über uns brennt's. Und hier kommt Löwenzahn rein. Löwenzahn. Essen ist fertig. Gehen wir wieder hoch. Ist hier ein Hin- und Hergerenne? Was? War das etwa mein letztes Fleisch? Ja, damn. Würstchen sind tatsächlich besser als Wolfsfleisch. Mhm. Pack ich auch mal da rein. Das ist ja meine aktuelle Kleidung. Die vier... Oh, fertig. Die vier Holz können wir runterbringen. Und dann können wir mal noch nach den Zwiebeln gucken. So. Ja, die sind natürlich gut. Das heißt, wir müssen auch neue pflanzen. Toll. So, 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 so und so. Ich würde dann tatsächlich die Power des Uralten nochmal nutzen, um vielleicht nochmal eine Runde Holz zu sammeln.
Einfach damit wir vielleicht nebenher immer so ein bisschen Kohle mal machen können. So. Lass mich hier raus! Bin zu fett für unser kleines Türchen. So, wir haben da 37 Zwiebeln und wir haben keine. Müssen wir erst Zwiebel. Können wir. Wie war das? Ah ne, andersrum. Wir müssen Zwiebelsamen anbauen durch Zwiebeln. Eine Zwiebel, zwei, drei, vier. Schön in Reihen. Ordentlich, wie es sein soll. Es ist ja Gott sei Dank hier eingezäunt. Aus Sicherheitsgründen, dass hier kein Krautzwerg oder so auf die Idee kommt, er müsste uns die Zwiebel klauen. Hast du noch irgendwie hier Dings? Moltebeeren? Nein, ich habe keine mehr. Die sind halt geil für Energie, also Ausdauer. Ich meine, wir könnten auch ein bisschen Marmelade kochen. Ich glaube, wir haben ein, zwei Sachen an Beeren. Fehlende Voraussetzung. Na, das waren alle. So. Tun wir da wieder rein. Falsche Kiste, wo ist die Beeren? Das ist die Beeren. Nein, das ist die Beerenkiste. Ja. Kurz ein bisschen mal. Ich komme nicht durch. Stehen überall so kleine Stein-Iglus. Meine Bienenstöcke sind noch leer, okay. Ja, stellen wir mal eine Runde Marmelade her. Weil unsere Pilze sind gleich leer. Wir haben unsere zweite Nahrungsquelle in Form von Hirschfleisch ist auch jetzt nicht mehr allzu. Du könntest was zu essen vertragen, sag ich doch. Nimm mal die da rein. Und nein, falsche Truhe. Haben wir hier noch? Ja, eins, damit kommen wir nicht weit. Also Wolfsfleisch haben wir echt noch viel, das ist gar kein Problem. Hätten auch noch normale Pilze. Dann nehmen wir da mal noch welche mit, ne? Irgendwas muss ich ja noch als drittes essen und solange wir nicht irgendwie neue Wildschweine haben oder so. So. Möchtest du auch die Power des Holzfelds? Gar nicht in deiner Nähe. Ja, deswegen frage ich ja. Ja. Dementsprechend in deine Richtung kommen. Wobei wir könnten auch im Sumpf dann ein bisschen uralte Rinde noch farmen. Wäre natürlich auch eine Option. Wo ist der Mike? Wo ist das Hirsch? Da ist das Hirsch. Oh, Hirsch down. Oder ich hole mir die Kraft einfach selber. Ja, kannst du auch machen. Also ich würde mir ansonsten gleich die Dings... Ich meine, da könnten wir doppelt so viel Holz farmen, so ist es nett. Aber ich würde mir ansonsten gleich tatsächlich wieder die Fettsackkraft holen. Ready? Bäume! Yeah! Sollten wir da nicht für uns in den Sumpf gehen? Naja, also ich meine, jetzt ist der Baum schon gefällt. Ja, nur ein bisschen Holz mitnehmen. Wenn mir das gerade so reicht, um wieder ein bisschen Kohle zu machen. Hattest du eigentlich alles an Eisen und Kupfer und so weiter eingeschmolzen, was wir im Boot haben? Ja. Ich meine, rein theoretisch könnten wir da dann mal kurz eine Schmiede hinbauen. Und uns mit dem Eisen Dinge machen. Die Frage ist halt, was wollen wir als nächstes an Rüstung oder Waffen haben? Ich werde mir wohl als nächstes wohl diesen den Eisenknüppel machen und eine Eisenaxt.
Eine Holzaxt oder eine Spitzhacke? Nee, Spitzhacke habe ich doch schon. Hast du schon, ja. Ja, das wäre auch so mein Gedanke, weil rüstungsmäßig, also dieses Fenrir-Zeug, das finde ich ja schon ganz interessant so. Aber da ist halt so ein bisschen das Problem, wir brauchen halt tonnenweise Silber. Man ist die Frage, ob eine Eisenrüstung zum Tanken ist, das natürlich schon was Geiles. Aber ich glaube auch tatsächlich Axt und Knüppel wäre vielleicht gar nicht mal so dumm. Jetzt nicht auf meinen Kopf fallen, bitte. Danke. Ich bin Holzhacken Level 23. Ah, ich bin 29. Sie nannten ihn den Holzfäller. So, die Buche hier nehmen wir natürlich auch noch mit. Wenn sie uns nicht auf den Kopf fällt und uns mitnimmt, ah! So. Da stehen noch ein paar Pilze. Die könnte man natürlich auch mitnehmen, wenn man schon mal hier ist. So. Blub, blub, blub. Ups. Mhm. Ich hab einen Baum mitgenommen. Ja gut, das ist ja der Sinn der Übung. Ja, aber ein anderer Baum hat einen anderen Baum mitgenommen. Ah, Baum hat einen Baum mitgenommen. Doppelbaumung. Ja. One for free. Zwei zum Schlag von einem. Die beste Art, Bäume zu fällen. So. Ah, mein Inventar ist bald voll. Aber ich nutze die Axt und die Power noch eine Weile. Das heißt nämlich, man kann einfach ganz entspannt, wenn man mal hier ist, Holz einsammeln. Nein, Kräuling, ich zerstöre nur deine Heimat. Da musst du mich doch nicht dabei stören. Lass die Kräulehme der Meinung sind, sie müssen kämpfen. So. So. Ist das etwa ein Wildschwein? Ein freilebendes Schwein? Ein wildes Schwein. Das muss gleich mal aufpassen, dass ihm kein Baum auf den Kopf fällt. Holzlaken Level 30. So. Oh. Ein Baumstumpf, den entfernen wir mal geschwind. So. Oh, meine Axt ist kaputt. Okay. Dann hole ich mir jetzt mal wieder einen Fettsack. Wer ist er hier eigentlich? Benötigter Gegenstand? Weil ich meine, das hier ist die Drachenmutter. Das ist ja klar. Hallo, Kräuling? So nicht. Aber, der Skelettkönig oder was auch immer das ist, den kenne ich noch nicht. Ach so, wir speichern. Ich hatte schon gedacht, warum ist es so laggy? Ich weiß auch tatsächlich nicht, in was für einem Biom der Skelettkönig da sein könnte. Weil rein theoretisch muss er ja schon existieren. Aber, ja, also ich meine, wir haben das Biom hier Grasland. Da haben wir bis jetzt kein Bossblatt gemacht. Also ich bin bis jetzt auch davon ausgegangen, dass es da einfach keinen Boss gibt. Den man entsprechend. Können wir den großen Hirsch nicht dazu zählen? Ach stimmt, der Hirsch, den habe ich ganz vergessen. Also, im Grasland gibt es den großen Hirsch. Gut. Dann im wilden Wald, im Dunkelwald, gibt es den Uralten. Im Sumpf gibt es den Fettsack. Im Schnee, also im Gebirge, gibt es die Drachenmutter. Und dann muss es ja noch irgendwo diesen Skeletttypi geben. Aber wo? Ah, Ebene. Da war ja noch was. Es gibt ja noch die Ebene. Damn. Ganz vergessen, dass die existiert. Da war ja was. Und da müssen wir tatsächlich mal hin, um Moltebeeren zu sammeln. Da könnten wir eigentlich gleich mal hingehen. Aber tatsächlich nicht mehr diese Folge, weil diese Folge ist vorbei. Dementsprechend dir vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Übermorgen 17 Uhr geht's weiter. Bleib gesund, hau rein und bye bye.
Thank you.